Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Xenoblade Chronicles 2. Ja, im letzten Part haben wir, ja, wie soll ich sagen, auch so manches erlebt. Zumindest haben wir gegen Banner gekämpft in einem neuen lila, ja, Mech-Kostüm. Keine Ahnung, wie man das nennen soll. Auf jeden Fall haben wir ihn besiegt. Der Kaiser hat seine Klinge eingesetzt, um uns zu schützen. Ja, ist dabei allerdings verstorben. Allerdings hat Nia irgendetwas gemacht, um ihn wiederzubeleben. Und ja, ich bin gespannt auf das Gespräch, was zwangsläufig irgendwann mal kommen muss. Auf jeden Fall, und das wollte ich euch nur mal ganz kurz zeigen, in der Zwischenzeit ist tatsächlich der Kernkristall, der Stein von Aegaeons, ach Gott, Aegaeons. Ich glaube, ich einige mich auf Aegaeons. Auf jeden Fall ist der wieder verfügbar und ist durch niemanden anderen einsetzbar als durch Morak selbst. Das passt auch sehr gut zu ihrem ganzen Thematik, die wir hatten. Und inzwischen können wir den zu unseren Kollegen zählen. Sehr schön. So, auch der gute Mann benutzt eine Katana. Wie es eigentlich fast schon zu erwarten war. Mit Wasserelement, was sehr praktisch ist, als Gegenteil für Morak, die bisher nur ein Gegenteil hat. Ihr seht, ein paar von den Klingen, die ich hier habe, die sind auch gerade unterwegs. Ich nehme jetzt gerade eine Ersatzklinge noch dazu. Nicht gerade die unbedingt, sondern lieber die. Auf jeden Fall, den starten wir nochmal ganz kurz aus, bevor wir weiterreden. In der Zwischenzeit, Percival und Newt sind in der Zwischenzeit in der Zelda-Mission, deshalb kann sie gerade auf die nicht zugreifen. Ich habe immer wieder mir die Gewohnheit gemacht, die Klingen, die jetzt tatsächlich wirklich nicht in Verwendung sind, also sprich nicht unser Dreierteam angehören, dass die, ja, dass ich die halt. Die sieht besser aus für Aegaeon. Dass ich auf jeden Fall die regelmäßig rausschicken würde zu Missionen. So, jetzt überlege ich gerade. Das Schaden ist aber auch nicht schlecht, aber die Blockrate macht es nochmal etwas besser. So, und Aegaeon wird auf jeden Fall auch eines von den Klingen sein, die auch für immer und ewig jetzt bei Morak bleiben werden. Die andere habe ich schon im Blick, das wäre nämlich Theorie. Die benutzt ebenfalls eine Katana, das ist die Schwesterklinge zu Praxis, die wir jetzt bereits bei Säcke haben. Und ja, vorausgesetzt, dass wir im Laufe des LPs tatsächlich die noch zu Gesicht bekommen. Ansonsten wird es halt eben der gute alte Percival, ne? Auf jeden Fall, wir machen uns, wie wir es eigentlich auch schon vorhatten, nach Tantal, bevor wir zwischendurch diese Aktion mit Bana hatten, der sich jetzt, ja, selbst in die Luft gesprengt hat, mitsamt seiner mit seiner Maschine. Von dem müssen wir nichts mehr befürchten. Oh, die große Frage. なんだよ、いきなり。隙も何も2人で1人なんだから分けて考えたことなんてないよ。ほんまか?性格全然ちゃうと思うねんけどな。光は結構きついやろ。反対にホムラはおとなしいっちゅうか、押しが弱いっちゅうか。ベトリヒ?はたから見ればね。ホムラ。ああ見えて結構芯は強いよ。負けず嫌いだし。 ドライバーの盆には分かるってか?
Böse Klinge. Pfui! Eigentlich nicht, ne? Wahrscheinlich. Surprise, surprise am Hafen. Oh, ja, der Prinz. Ey, wir müssen sie leider ins Gefängnis sperren. Was? Denka, ご指定の座標に到達しました. ご準備を. Oh, Saiga! Makasetoki. Noni. Gara, damatte mitoki. Bibinne. Ein Kracher? Ich wüsste mal gerne, wie Pandoria aussieht, so ohne Brille. Bestimmt voll knuffig. Okay. Die haben aber auch so eine schöne Kellerbräune, wie es aussieht. Oh, das hört sich nicht an, als würden die uns mit offenen Armen empfangen. Sowas von gar nicht. Wow, so eine Art Schildkröten-Titan. Cool. Verdammt, ist der groß. Praktisch, wie wir einen Haufen Feuerklingen bei uns haben, ha? So, you took a bendy down, eh, Hunter Tachi. Tokugi deskara. Ne? Mane. Kamechan was on the cocko de Samuk Nino? Why, you are Kita Turkara, ne? Daijobe. Die ist ständig dabei, die ganze Zeit so runter zu machen. Das heißt, wir müssen in sein Inneres?
Nicht schon wieder. Haben wir schon mal hinter uns. War keine bahnbrechende Erfahrung. Oha. Also, das mit dem Kalt, das haben die nicht übertrieben. Aber auch sehr interessant. Hat was so Dark Souls-mäßiges. Schnee, alte Ruinen, richtige Schlösser und sowas. Bin ja mal gespannt. Ah. Neue Level in Tiger verfügbar. Na super. Super, sag du. Ja, wieder ein bisschen wieder grinden für die liebe Poppy. So. Aber wie es aussieht, haben wir unser Ziel vorübergehend erreicht. Mich würde wundern, ob es nicht dadurch bei manchen Charakteren jetzt klarer ist, was man zum Teufel machen muss, um die nächste Stufe zu erreichen. Gut, bei den Hauptcharakteren wird es relativ leicht. Bei manchen stand halt noch ein Fragezeichen dran, deshalb gucke ich jetzt mal. Ja, frische Nagas auf Tantal. Aha, okay, gut. Also hier und da tauchen jetzt Viecher aus Tantal auf. Bei Dahlia interessiert mich das sehr. Da ist immer noch nichts. Huha. Gut. Ich denke, wir lassen uns einfach mal überraschen. Es gibt keinen Zwischenhafen, keine Gegend, wo man sich kurz aufstocken kann. Es geht einfach wirklich vom Hafen schnurstracks zu Fuß Richtung Hauptstadt. Krass. Naja, auf jeden Fall. Alte Konstellation, same procedure. Wir haben jetzt immer noch Nia dabei. Wir haben Tora dabei als Tank. Und ich denke, das wird uns auch eine gute Weile helfen. Ich war ewig nicht mehr im Gasthaus, also mich würde es nicht wundern, wenn manche von den Charakteren auf Level 55 springen könnten. Aber ich lasse das mit dem Springen vorerst mal so ein bisschen, damit wir mal ein bisschen Herausforderung auch bei den Kämpfen haben. Vorübergehend zumindest. Auf jeden Fall sehr interessant sieht es hier aus. Eieieiei, riesige Schlucht. Gibt's da unten überhaupt was? Oder fahren wir da in den Tod? Ah, oh, die knuddelt. Ich knuddel mit Führer. Nein, du bist schön warm. Mobile Heizung. Ja, der hat Fell, ne? Ohoho, okay. Oh, süß. Danke, Poppy, danke. Poppy klärt. Alles klar. Tiefe kalte Körpertemperatur, sowas. Dann ist er ja das krasse Gegenteil von Mont Ardain, ne? In dem Sinne. Oh ja, Ziegenviecher, platt machen! Der Angriff dauert echt lange. Aber dafür macht er auch ja, gut Schaden. Macht es nur Schaden an Maschinen allerdings. Da muss ich mal überlegen, ob ich vielleicht das andere nehme in der Zwischenzeit.
So. Ich Viecher immer umhauen mit dem Angriff. Ne, das habe ich schon öfters beobachtet jetzt bei den letzten paar Kämpfen. Was ist das für ein krasses Viech? So, erstmal gucken, was das für ein geiles Viech ist. Nemulbock. Auch nicht unbedingt stark, also im Vergleich zu uns. Überall diese Ruinen, ne? Überall diese zerfallenen Ruinen. War hier mal früher eine Stadt oder irgendwas in der Richtung? Allerdings ist heute hier nichts mehr, ne? Ah, muss ich hoch? Ja, offensichtlich muss ich hoch. Aber ich guck mal ein bisschen weiter. Noch mal ein paar Wolfviecher hier. Jedenfalls sehen die Viecher hier sehr interessant aus. Guck mal, wohin das überhaupt führt. Ah, hier gibt es sogar noch ein bisschen was. Langgezogene Brücke von dort, wo wir herkommen. Hier rüber. Okay, und da unten gibt es tatsächlich noch was. Ich habe eigentlich erwartet, das wäre jetzt so ein bodenloses Loch. Was auch sehr interessant ist, was von der Hauptstadt hier runterkommt als Lichtstrahl oder sowas, geht hier runter bis zu einem komischen See oder so. Zu einem anderen Stein. Sehr interessant. Da geht es wohl einfach hoch. Ach, können Sie uns ja mal anschauen. Ich sag, die meisten Viecher werden uns zum Glück jetzt nicht dumm kommen. Einfach weil wir schon an sich ein bisschen heftig sind, halt mit 55 oder sowas, was wir inzwischen haben. Aber gescheit laufen kann ich immer noch nicht. Okay, ist vielleicht ein bisschen schwierig zu erreichen, da bräuchte ich ein paar Anläufe. So, gucken wir mal weiter. Auf jeden Fall sehr hübsch hier. Auch interessant aus, das da oben. Drei Adern, ja. Drei Wege. War sehr hübsch hier, so an sich. Aber ich glaube, hier wird es keinen großartigen Unterschied geben zwischen Tag und Nacht. Hier da oben gibt es so ein riesiges Loch? Fragezeichen? Loch? Ist das ein Loch? Ich weiß es nicht. Da gibt es aber auch mehrere von diesen Löchern, ja. Auch da hinten nochmal was. Jedenfalls sind wir schon mal auf der richtigen Route. Das ist schon mal gut. Oh, da ist ja auch schon die Wache.生物に関する技術の粋を極めたのがユーディキウムなら機械技術の粋を極めたのがビーラその血を受け継いだのがこのルクスリア中わけや人が生きている限り文化文明は受け継がれる命の継承ならぬ血の継承ですねびゃっこいいこと言うね恐縮です そうとも言えへんで。見たらわかるわ。
glaube, der ist nicht unbedingt davon begeistert, hier wieder nach Hause zu kommen. Und sogar ein richtiger Song im Hintergrund. Auf jeden Fall ist hier alles so schön eingeschlossen, dass hier nicht reinschneit, wie es aussieht. Ah, die leben ja richtig isoliert hier, ne? Also wenn mal jemand wie wir hier mal auftaucht, dann ist das schon eine Riesensache. Dann haben sie wahrscheinlich auch nur wenige Waren oder sowas. Alle haben sie, also so Kellerbräune, viel Rothaarige dabei. Interessant. Manche kommen schwa. Das Volk leidet immer noch, ja. Kore dake no kodai bunmei no sasae ga attemo fukanou na koto wa aru no da na. Kodai bunmei yu to kikoe wa ee kedo na. Kankoukyaku no oran tada no dekkai hakubutsukan ya. Meishi no tashi ni mo naran wa. Hat er schon recht. Ich bin mal gespannt, was die für Grundnahrungsmittel hier verlangen. Für einen ollen Reiskuchen 900. Stolz. Schon sehr stolz. Ich kaufe mal eins von jedem. Zwecks Wirtschaft ankurbeln oder so. Selbst Bergungstaucherausrüstung gibt es hier. Aber wo zum Teufel soll man hier bitte schon bergungstauchen? Die sind Fremdlinge überhaupt auch nicht unbedingt sehr wohlgesonnen. Die Mädels hier sehen aber schön aus. So, wieder Hausaufgaben für mich. Ja, ist gut. Laber mich nicht zu. Ich muss hier LP aufnehmen. Ich kann hier nicht die ganze Zeit irgendwelche Questbeschreibungen lesen und sowas. Das geht doch gar nicht. So. Ah. Informant. Auch wieder, wo man bestimmte Items finden kann. Brave Prominence, kaetta ze. Sate, dou datta? Aber schon so eine arme Gegend hier. Oh, was ist denn das? Auf jeden Fall irgendwas mit Wulfric, wie es aussieht. Hm. Ha, hallo. Hihi.
落ち着いた。いや、落ち着いてないから。大丈夫ですか？あれは脅したようにも受け取られんで。ああ、いや、俺は。Also, das, die Wahrheit ist über Wulfric, der ist eigentlich ein sehr sanfter Kerl. Hilft Frauen, alten Frauen über die Straße, hilft den Kindern beim, was weiß ich, suchen. Also, es ist eigentlich ein ganz lieber Kerl. Er sieht nur ein bisschen furchterregend aus. そこで落石事故が起きて何人かが生き埋めになってるんだ。残った作業員だけじゃ岩をどかすことができなくてさ、応援を呼びに来たんだけど。岩どかすのか。モンスターがしゃべる。大丈夫や。ジカラオはモンスターじゃなくてブレイドなんだ。だから怖がる必要はない。別に食われたりしないから落ち着けって。じゃああんたらドライバーか。まあそうだけど。ちょうどいい。だったら救助の手伝いを。Also ja, es gibt auch mal zwischendurch solche Missionen. Tatsächlich so eigene Cutscenes zu haben, die dann um bestimmte Klingen gehen. なんだ？どうして走り出したんだ？待てよ、ジカラオ。もしかして救助に行ったんか。Er ist halt ein sehr hilfsbereiter. どうせ引き受けるつもりだったんだ。一緒に行こう。So, auch etwas, was ich wahrscheinlich eher offscreen machen werde, aber ich überlege. Die Frage ist halt, wie lange ist die Story, wie lange haben wir noch Zeit für solche Geschichten und ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall Mission angenommen. Ich werde es mir irgendwann mal anschauen, ob im LP oder wie auch immer, wird sich zeigen. So, jetzt gucken wir erst einmal, was es hier an so an Shops noch gibt. Ich habe jetzt bisher nur die Lebensmittelläden abklappert. Dann gibt es noch einen Laden mit Zylindern, wie es aussieht. Natürlich von Noppern geführt. Wo wer könnte es sonst machen? Und dann entsprechend auch Leute, die das tatsächlich das Zeug annehmen. Huh. Fischhandel gibt es hier auch. Wahrscheinlich alles importiert. Eine sehr arme Gegend. Also irgendwie mit der Ader. Mit der Ätherader halten sie irgendwo irgendwie ihr Leben hier aufrecht. Wartet da jemand schon auf uns? Kann das sein? Ja, Tatsache. お待ちしておりました, Denka. お久しぶりやな、親父は中か。 Hi, Denka の帰国を心待ちにしておいでです。 Ah, so eine Sache gibt es.もしほんまやったら天地がひっくり返っとるわ。気遣いは無用やで。恐れ入ります。どうやらこっちの状況は伝わっとるようやな。Ja gut, wir haben ja schließlich den Titan hervorgerufen, also hat er mitbekommen und das ganz deutlich. どうされました？いや。うん？トラ。おう。え？なんでだも？確かに花は自分でエーテルエネルギーを作り出せるけども。すまん。今は言う通りにしてもらえると助かる。うん。Geht um einen Tee. Geht um Ätheröfen. Tora soll irgendwas nachprüfen, okay?
So, auch etwas, was ich offscreen checke. Keine Sorge, ich werde euch nicht mehr so viel Zeit rauben, was Söldneraufträge und sowas betrifft. Vor allen Dingen zwischendurch können die Dialoge doch recht lange werden. Deshalb gucke ich, dass ich immer so ungefähr 40 Minuten oder sowas habe, die bei, die hoffentlich nicht so lange genug dauern, dass sie während dem LP nicht aufpoppen, aber ja, manchmal passiert es halt doch. Oh, das erste Mal, wo sie mal ihre Mütze abnimmt überhaupt. Ja, verbeugen, schon so eine Sache. Ja, das ist ja hochoffiziell, ja, das ist... Wow. Schätze, wir sind nicht sonderlich willkommen. Wow, what the fuck? Ach du Kacke, es ist von 0 auf 1000 eskaliert und das innerhalb von Sekunden. Oh, die wollen die Aegis. Oh, die wollen sie vernichten. Oh, und unsere Ätherwaffen werden. Ach du Kacke! Also auf gut Deutsch ist es ihm egal. Ach du Scheiße, wie es eskaliert ist. Okay. Das sind ein Haufen Waren. Und nicht zu knapp. これが我が王家の歴史だ。そんなアホな。なんで、なんでや、親父。 Oh, da macht jemand drin Randale. Ah ja, der Rex versucht hier rauszukommen. Denkste? Ja, die Ätherenergie ist geschadet. Ksa! Konnakotosteiraidani, Homuraga! Nanto kanaranai no kayo! Muda ja, Rex! Teileko, Schomosuru, danke ja so! 壁も床もかなり分厚く作られているようですね。全く歯が立ちません。少し落ち着こう、レックス。落ち着いて考えれば、きっとどこかに突破口が。って、
Die machen sich ihre eigenen Sachen. この建物全体が捕獲ネットと同様の結界構造になっている。捕獲ネットってトリゴであんたらが使ったあの網のこと？ドライバーとブレードを一箇所に閉じ込め、なおかつ武器も残している。絶対の自信があるんだろう。ヨシンバ、時間をかけて突破されたとしても、それまでの間に処理してしまえる算段なのかもしれん。処理ってならなおのことあんたたちの力も合わせて無駄だと言っているまあただのゴリ押しならばという意味だうん bestimmt das worum es gerade geht ist das was sie mit Tora besprochen hat ganz bestimmt.Der geschmiedet währenddessen einen Plan. Mukatsukuna.あの子が賭けんのはいやかええよ王子がそう言うならうちも乗っかるわふんボンは純粋や純粋すぎて危うい時もあるそれを助けてやるんが大人の務めっちゅうもんやせやなうち王子のああ、die haben voll die hübschen Augen unter der Brille Oh, die mischen da jetzt den Laden auf, glaube ich. Oh, währenddessen Ausbruchsplan. Geführt von Toran, Mark. Bin mal gespannt. Yoshi, kore de ii. Junbi kanryou da mo. Nan no koto, Tora? Mohuhu! Driver mo Blade mo Aether Energy wo tsukatte Arts wo utsu mo? Nani wo imasara na koto itten no sa.常識だろ。でも今は使えないもん。Tora kann natürlich, weil der Ätherofen, der in Poppy drin ist, eigene Äther produziert. 兄貴たちは大事なことを忘れてる。Muss ich ganz schön clever fühlen, der Kleine gerade. もったいぶらずに教えなよ。花は人工ブレードだってこと忘れてないの。忘れるわけないだろ。目覚めた時から一緒にいるんだから。そうか、エーテルロか。その通りですもん。姉様のおかげで、今の花は自分でエーテルエネルギーを作り出せますもん。結界とか関係ないんですもん。メレフの剣のクリスタルを花のカムカムに移植したもん。クリスタルにはアーツ一発分のエネルギーが貯めてあるもん。花のカムカムの属性は地。メレフの非属性との相乗効果で。おお、だって今の Gedanken gemacht。直撃させれば、おそらくそこの扉も吹き飛ばせるだろう。待ちなよ、エネルギーを貯めてあるって、この結界の中で一体どうやって。そういえば、メレフ様はここに来てから、一度もアーツを撃たれていません。え？王宮に入った時から、様子がおかしかったからな。トラにも。アーツは使わないように耳打ちをしておいた。もうふふ。なるほどな。花が結界中でも力を行使できると分かれば、より警戒されてしまう。うん、そういうことだ。やるぞ。離れていろ。あぞ。剣からクリスタルを移植したら、メレフの武器は改めて家具土のコアから発生させる。ひょっとして知らなかったのか
Ja, er ist ein bisschen Anfänger. そんなの知るわけないだろ。なくしたことも壊したこともなかったんだからさ。それなら無理もないわね。まあそういうことだ。トラ、ハナ、頼む。任せてくれも。行きますもん。ジェットカムカム。 Ja, die besten. Gott, die sind beide so voll geil. Voll knuffig. Homura-sama war unten runtergekommen. Wahrscheinlich war er in der Hochkultur-Izukoka. Verstanden. Hm. Das heißt, auf gut Deutsch. Okay. Das Bild ist nur ein paar von den Leuten haben tatsächlich Klingen dabei. Muss ich mal ganz kurz gucken, welche Klingen wir überhaupt zur Verfügung haben bei Rexel, gerade nur Mark. Mark ist wenigstens vorausgestattet, obwohl wir eigentlich auch bei Rex eigentlich jetzt auch die Möglichkeit hätten, mal einen von den Kollegen hier auszustatten. Das Problem ist, die haben alle keinen Angriff. Habe ich natürlich in Null ausgestattet. Ja. Und ausstatten möchte ich sie auch nicht unbedingt. Also wisst ihr was? Dann steuere ich eine Weile Morak und fertig. Die eine Klinge kann ich mehr oder weniger ignorieren. Habe ich nicht noch eine als Reserve gehabt oder so? Ne, die sind alle gerade weg. Wie lange sind die weg? Achso. Da war ja was. Okay, damit hat sich das Problem auch schon in Luft aufgelöst. Okay, dann müssen wir mal ein bisschen überlegen. Seki ist jetzt mal für eine Weile nicht in der Gruppe dabei. Das heißt, ein paar Klingen sind für den Moment nicht verfügbar. Aber von denen würde ich auch jetzt keine wegschicken wollen. So, das heißt, wir haben eigentlich wieder unsere Klingen. Das heißt, Rex könnte wieder in Aktion treten. Und da wir von seinen Klingen mehr als genug gerade im Moment haben, ja, da kommt auch ein bisschen was zusammen. Wobei auch Agathe inzwischen ziemlich hinterherhängt, was Waffe betrifft. Aber besser als nichts. Oh. Das wäre doch mal was. So, so viel zum Thema hinterherhängen. Gut, dann haben wir ja schon mal eine Perspektive für das nächste Mal. Dann würde ich mal sagen, wir machen dann beim nächsten Mal weiter. An der Stelle werden wir uns dann hier aus dem Gefängnis rauskämpfen müssen, höchstwahrscheinlich. Und müssen dann Pira aus ihrem eigenen kleinen Gefängnis da befreien. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut und ciao, ciao.